So, Freunde, heute gehen wir wieder ein paar Fragen ein und Missverständnisse im Bodybuilding, Muskelaufbau oder auch für Anfänger nehmen wir ein paar Themen durch. Fangen wir, würde ich mal sagen, für Anfänger an. Wie soll ein Anfänger trainieren und welcher Split? Also Anfänger oder Fortgeschrittene macht für mich eigentlich keinen Unterschied, weil man ja den Unterschied mit Gewichten, die man bewegt, und Ernährung schon darstellt. Es ist doch klar, dass ein Anfänger nicht bei Bankdrücken 80, 90, 100 Kilo drücken wird. Aber der hat genauso die Körperstruktur, was ein Fortgeschrittener hat. Also muss er auch die Bankdrückübung einarbeiten oder sich eingewöhnen, dass er irgendwann dann auch 80, 90 Kilo drücken kann. Was ich seit 3, 4 Jahren in meinem Studio selber beobachte, ist, dass die Leute auf zum Beispiel Kreuzheben so viel Wert legen, dass die manche anderen Übungen dafür weglassen. Natürlich ist Kreuzheben eine brutale Übung. Man kann seine Kraft messen, man kann seinen Rückenstrecker brutal bearbeiten. Wenn man richtig macht, dann bearbeitet man natürlich auch seinen Trapezius und obere Rücken auch. Aber auch Po-Beine natürlich, Allround-Übung sagt man ja dazu. Aber ein Kreuzheben kann nicht viele Übungen ersetzen. Deswegen kann nicht sein, dass irgendwelche 70-Kilo-Athleten sofort ins Studio reinkommen, Unmengen von Gewichten auf Kreuzheben legen, das auch bravourös bewältigen und dann zu einer anderen Übung gehen und da nur 5, 6 oder 10, 15 Kilos spielen. Das ist zu wenig. Also nur mit Kreuzheben wird man nicht ein Body aufbauen. Man kann sich fit fühlen, man kann sich stärken für andere Übungen, aber Bodybuilding, Kreuzheben ist nicht eine komplette Übung, dass man damit Schulter, Trizeps, Bizeps, Unterarme oder was weiß ich was alles mittrainieren kann. Also, bevor ihr alles auf eine Übung legt, macht auch die anderen Übungen. Bodybuilding ist nicht nur Kreuzheben. Es gibt Bodybuilder, die in ihrem Leben noch nie Kreuzheben gemacht haben und die brutale Body haben. Das zum Kreuzheben. Wir gehen dann weiter. Dieses Trainingssystem, Push-Pull-Beine, da sehe ich das Gefahr, weil auch viele mit einem Trainingsplan zu mir kommen und das trainieren. Ich sehe die halt innerhalb 20 Minuten bei 7 Übungen. Das heißt, bevor die den Muskel satt machen, wechseln die schon Muskelgruppe. Dann müsst ihr euch so vorstellen, wenn du einen Luftballon aufblasen möchtest und du pustest einmal und dann gehst du weiter, dann ist aber Luftballon nicht voll, also nicht voll aufgepumpt. Wir wollen ja aber den Muskel voll aufpumpen, deswegen müsst ihr schon einen Muskel richtig voll pumpen, bevor ihr andere Muskeln rüber geht. Man kann nicht 2, 3 Drückübungen machen, Übungen würden ja noch gut ausgehen. 2, 3 Sätze Drückübungen und 2, 3 Ziehübungen und dann macht man ein bisschen Beine und geht nach Hause und sagt, ich werde gut ausschauen. Natürlich wird derjenige gut ausschauen, weil ich sage immer wieder, was machen ist besser wie nichts machen. Also zu seinem Ursprung wird er sich verbessern. Aber wir reden jetzt für Optimum, dass man optimale Ergebnisse haben kann, müsste auch ein optimales Training gemacht werden, indem man den Muskel, was man sich vorgenommen hat, richtig austrainiert, bevor man die Muskelgruppe wechselt. Wie kann das ausschauen? Wir geben ja in Videos jedes Mal Tipps. So 4 Übungen, jeweils 4 Sätze, sollte jeder Muskel eigentlich total ausgearbeitet sein oder vollgepumpt sein, bevor man dann rüber wechselt. Weil ich auch Studio habe, habe ich jetzt mittlerweile Tausende von Leuten kommen und gehen gesehen. Deswegen weiß ich, was wer wie macht. Leute, die gut werden wollen, jedes Jahr einen Sprung machen wollen, können mit diesem System, was sehr schnell gewechselt wird, mit Sicherheit das nicht erreichen, was sie sich vornehmen. Deswegen, Jungs, Mädels, nehmt euch einen Plan vor, praktiziert diesen Plan 5, 6 oder 12 Wochen und dann werdet ihr sehen, ob dieser Plan euch taugt oder nicht taugt. Wenn nicht taugt, raus, wenn taugt, weitermachen. Weil man ja nicht unbedingt auch mit Plan besser wird, sondern wie gesagt, man steigert sich kontinuierlich,
wenn man alles richtig macht und wenn man nicht steigern kann, dann war irgendwas falsch. Entweder passt Ernährung nicht oder Training nicht oder man geht Larifari an alles ran. Wir reden für die, die ernst machen wollen. Dann, ich habe auch erkannt, dass manche diesen Sport betreiben, feste Vorschriften brauchen. Das ist nicht unbedingt schlecht, weil wenn man selber keine Gedanken verschwenden will, wie man trainieren soll, wie man sich ernähren soll, sollte man doch Hilfe annehmen, einen Trainingsplan erstellen lassen und einen Ernährungsplan erstellen. Aber auch da ist die Gefahr, dass ihr niemals euren Körper, euren Tun, was ihr im Studio macht, 100% auf die Hände von Betreuer oder Beratern lässt, sondern ihr müsst mitentscheiden. Wie komme ich mit einem Trainingssystem klar? Tut mir das gut oder nicht? Ernährungsplan. Macht mich das satt? Fühle ich mich wohler oder nicht? Diese Rückmeldung müsst ihr dem Trainer oder Berater mitgeben, dass eben der Trainer oder Berater euch noch optimieren können. Ansonsten gibt es keine Optimierung. Also blind einen Trainingsplan umsetzen, 2-3 Jahre lang immer das Gleiche machen, ohne Fortschritt zu erzielen, ist auch ein Fehler, würde ich sagen. Deswegen macht ihr um euch selber auch Gedanken, dass es funktioniert. Man kann von außen, ich kann euch nicht trainieren. Ich kann auch nicht alles bei euch anwenden, wenn ihr mir keine Rückmeldung gibt. Also Rückmeldung geben, diese Übung war gut, habe gut gespürt, diese nicht. Also heißt es, nicht alles, was für mich gut sein kann, muss für euch gut sein, Leute. Deswegen seid dabei, also redet mit, dass wir auch das Optimum erzielen können für alle. Nächste Ding. Es werden ja sehr viele Programme verkauft, Freunde. Ich glaube, Internet ist voll. Ich bin da manchmal schon ein bisschen überrascht, was man alles verkaufen kann. Ich finde, verkaufen ist nur möglich, wenn man was anderes darstellt, als das, was schon vorhanden ist. Ich meine, erfinden manche Bodybuilding neu oder was? Also wir trainieren ja ich trainiere selber 30 Jahre, habe es sehr oft erwähnt, sorry. Aber es gibt Menschen, die 50, 60 Jahre lang trainiert haben und Studien da sind. Wenn diese Trainingssysteme 100% angeschlagen haben, funktioniert haben und aber irgendwelche Geld machen wollen, müssen die irgendeine neue Strategie erfinden. Die können diese vorhandene Trainingsplan nicht verkaufen. Auch diese Trainingsmethode können die nicht verkaufen. Um zu verkaufen, muss man neu betiteln. Also, was weiß ich was, ja. Gute Nacht Training zum Beispiel nennt er sein Programm und die Leute gehen in der Nacht trainieren und meinen, dass da in der Nacht Muskel mehr wächst. Das war nur ein Beispiel. Deswegen auch da erst eigene Erfahrung mit der Erfahrung von jemand anderes, der mal den Weg gegangen ist, verbinden, macht euch komplett. Ich sage nicht, dass ich alles, was ich gelernt habe, selber mir beigebracht habe, sondern ich habe von Champions gesehen, wie die trainieren, wie die machen, habe ich für mich mitpraktiziert, mein Wissen damit verbunden und das ist dann dadurch rausgekommen. Jetzt heißt es, ihr könnt nicht Anfänger sein und sagen, okay, ich kaufe mir ein paar Schuhe und 2 Jogginghosen und ich gehe ins Studio, weil ich ja Plan von Internet gekauft habe. Ich werde in 1-2 Jahren so oder so ausschauen. Plan bringt nichts, wenn ihr nicht alles so umsetzt, wie euer Körper will. Also es kann auch ein Plan gegen euren Körper sein und ihr praktiziert es trotzdem. Diese Sachen würde ich halt hinterfragen. Hinterfragt alles. Wenn jemand euch sagt, trinkt 1 Liter Wasser, fragt mal, warum ihr 1 Liter Wasser trinken müsst. Und dann wisst ihr, und dann könnt ihr einsetzen. Wenn er logisch euch erklären kann, dann könnt ihr das 1 Liter Wasser trinken. Wenn nicht, dann müsst ihr hinterfragen, ob das die Wahrheit entspricht oder nicht die Wahrheit entspricht. Das habt ihr alles in der Hand. Also auch Trainingspläne können verkehrt sein. Zahlt nicht Unmengen von Geld, forscht richtig
Und ich bin mir sicher, dass ihr das Wahre rausfinden werdet. Ansonsten allgemein erzähle ich mal, was Anfänger eben auch beachten müssen, was ich auch am Anfang erwähnt habe. Ich finde, man muss stufenweise angehen, man muss für seinen Körper trainieren, nicht gegen seinen Körper trainieren. Ich habe immer wieder im Studio, wenn du 1000 Mitglieder hast, gibt es immer wieder 10, 15 Typen. Wenn die trainieren, drehst du dich um, die bringen sich halbart um. Und wenn du denen was sagen willst, sagen die, die haben ein neues Trainingssystem. Dieses Trainingssystem heißt für mich, sich selbst zerstören, aber nicht für sich aufbauen. Es kann jahrelang gut funktionieren. Ja, wenn man jung ist, ist man halt widerstandsfähiger, wilder, stärker und man ist, wie soll ich sagen, nicht vernünftig, weil man noch nicht die schlimmen Sachen im Leben erlebt hat. Ich sage, wenn ich in 10, 15 Jahren alle Übungen, was ich jetzt heute mache, auch noch machen kann, dann habe ich in meinem Leben vieles richtig gemacht mit diesem Trainingssystem. Was nicht mein System ist, dieses System ist auf dem Markt, die schnappt man von überall und praktiziert es. Also ich sage nicht, dass ich alles besser weiß. Aber das sollte doch ein Ziel sein, wenn ein 15-jähriger Junge wie ich mit 15 anfängt, der soll doch auch mit 50 möglichst alle Übungen noch machen können, ohne Gelenkschaden, ohne künstliche Schulter, ohne künstliche Hüften. Und dafür müssen wir doch Anfang an aufpassen. Nicht, wenn wir alt sind. Wenn was kaputt ist, können wir nicht mehr aufpassen. Das muss man, wenn gesund ist, gesund erhalten. Deswegen bin ich gegen manche Trainingssysteme, die Teufel komm raus, wild trainiert wird, für vielleicht 2 Gramm Muskelmasse mehr, aber dafür Gelenke, Rücken, Schulter, was weiß ich, was kaputt gemacht wird. Wenn einer 50 ist, heißt ja nicht, dass er keinen Dips machen kann oder dass er, was weiß ich nicht, Trizepsdrücken machen kann, weil sein Ellbogen wehtut oder Schulter, Nackendrücken machen kann, weil sein Schulter kaputt ist und er von seinem Trainingssystem überzeugt ist. Sowas kann ich nicht akzeptieren. Ich mache alle Übungen, die ich mit 14, 15, 16 gemacht habe, immer noch und ich habe keine Beschwerden. Also das heißt, ich habe mein Trainingssystem so gut zusammengestellt, dass ich ohne Schaden durchgekommen bin. Und diese schadensfreien Jahre wünsche ich jedem, der jetzt 15 ist, auch der 50 ist, mit Training anfängt. Deswegen, Leute, lieber vorsichtig, ich sage nicht leicht, lieber vorsichtig trainieren, dass ihr eben im hohen Alter noch Spaß am Bodybuilding habt. Bodybuilding ist nicht für 1 Jahr, nicht 5 Jahre, nicht 10 Jahre. Bodybuilding sollte lebenlang machbar sein. Es kann nicht sein, dass ich mit Krücken ins Studio komme, weil ich mein Knie Bodybuilding kaputt gemacht habe und sage, ja, ich musste halt 300 Kilo Kniebeugen machen. Das ist nicht mein Style. Also, Bodybuilding soll auch mit Gesundheit verbunden werden, dass es Spaß macht. Viel Spaß. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen, auch wenn es so wenig ist. Abonniert meinen Channel, Daumen hoch, viel Spaß!